Gut, bisher war für diesen Graph kein Funktionsterm angegeben. Bei der jetzigen Teilaufgabe werden uns drei Funktionsterme genannt: römisch 1, römisch 2, römisch 3. Und die Aufgabe ist zunächst zu begründen, warum die ersten beiden Terme nicht in Frage kommen. Also sprich, warum dieser Term hier zutrifft, warum das der Funktionsterm von dem Graphen von G ist. Ja, schauen wir uns mal diese drei Terme an. Alle drei sind in einer Form gegeben, in der man die Asymptote direkt ablesen kann. Ja, das hat damit zu tun, dass der jeweils letzte Teil, also das, was ich jetzt markiere, dieser letzte Teil geht jeweils gegen 0, wenn x gegen unendlich oder gegen minus unendlich geht. Ja, dann werden die x-Werte hier im Nenner unendlich groß und damit geht der Term, der Bruch insgesamt gegen 0. Das heißt, jetzt mal wieder salopp gesprochen, im Unendlichen verhält sich der Term so, wie es der erste Teil ausdrückt. Und damit sind das die Gleichungen der Asymptote. Jetzt wissen wir, dass die Asymptote, die tatsächliche Asymptote, ein halb x minus 1 lautet. Und damit scheidet natürlich der erste Term aus. Die Begründung wäre also, 1 römisch 1 kommt nicht in Frage, weil hier die Asymptotengleichung y gleich x minus 1 lautet. Bei römisch 2 und 3 entspricht der Term der Asymptote dem tatsächlichen Term ein halb x minus 1. Warum lässt sich auch 2 ausschließen? Naja, das hat mit der Polstelle zu tun. Schauen wir nochmal, wie es mit der Polstelle tatsächlich ist. Es wurde ja vorher schon angegeben, die Polstelle liegt bei x gleich 1 vor, und zwar ist es eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Man sieht es ja auch im Graphen, der geht von links nach rechts betrachtet, nach oben und kommt dann wieder von oben. Eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Untersuchen wir die beiden verbleibenden Terme 2 und 3 mal auf ihre Polstelle. Die Polstelle ist ja immer auch Nullstelle des Nenners. Schauen wir uns die beiden Nenner an. X minus 1, x minus 1 zum Quadrat, also es ist schon mal jeweils 1 eine Polstelle. Nur der Unterschied, hier habe ich eine einfache Nullstelle des Nenners und damit eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Das ist eine Regel, ja? Einfache Nullstellen des Nenners oder dreifache oder fünffache oder siebenfache, also immer wenn es um eine ungerade Zahl geht, dann ist das mit Vorzeichenwechsel. Hier habe ich eine doppelte Nullstelle des Nenners und damit eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Und genau das soll ja tatsächlich der Fall sein. Und damit wäre also römisch 2 auszuschließen. Mit genau diesem Argument, römisch 2 kommt nicht in Frage, weil hier eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel vorliegt. Wir denken uns dazu, tatsächlich ist es ja eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Gut, jetzt soll zu guter Letzt auch noch der Wert a bestimmt werden. Also wir wissen jetzt, es geht um diesen Funktionsterm. Und ja, bereits bei dem ersten Teil von Analysis 1 gab es ja eine vergleichbare Aufgabe, ein Funktionsterm mit Parameter. Also a ist gesucht, a ist bislang unbestimmt. Und auch hier gehen wir so vor, dass wir uns einen Punkt des Graphen suchen, den man bequem ablesen kann. Na, welcher ist es wohl? Natürlich der hier, minus 1, 0. Und den setzen wir in den
in die Funktionsgleichung ein und lösen das Ganze dann nach a auf. Gut, ich mache das mal ausnahmsweise mit blau. Schwarz finde ich gerade nicht. Also für y setze minus 1, 0 also ein und dann ergibt sich für y 0 für x setze ich minus 1 ein Ja, das Ganze vereinfacht. 1/2 mal minus 1 ist minus 1/2. Und minus 1 minus 1 ergibt minus 2 zum Quadrat ist 4. Ja, das fasse ich mal im Kopf zusammen. Das ergibt minus 1,5 und damit bringe ich 1,5 mal nach links, also plus 1,5. Und im letzten Schritt multipliziere ich mit 4 und ich erhalte a gleich 6. Damit ist die Aufgabe gelöst.